Hallo Leute, heute sind mir drei wirklich mysteriöse Sachen passiert, als ich raus auf die Straße gegangen bin. Und es ist mir echt ein Anliegen, euch das zu erzählen. Ich habe echt Angst, dass das auch meine letzte Aufnahme ist. Aber vorher ist wirklich wichtig, dass ihr eins über mich wisst. Ich habe einen Friseur. Süß, ne? Da ja heute Männertag ist, müssen wir das alles natürlich auch ein bisschen männlicher gestalten. Hat's gewirkt? Ja, es ist jetzt mitten in der Nacht und ich hatte gerade Bock, was aufzunehmen, was echt eine super Idee von mir war, weil ich jetzt keine natürlichen Lichtquellen habe und wahrscheinlich wie so ein 12-jähriges Kind aussehe, das im Keller streamen muss, weil ihm seine Mutter sonst verbietet, an der Playstation zu spielen oder so. Also kurz gefasst, wahrscheinlich sieht das hier alles gerade voll scheiße aus. Aber egal. Normalerweise hätte ich natürlich überhaupt keine Zeit jetzt für euch, weil es ist Männertag. Und am Männertag mache ich immer was mit meinen Freunden. Und ich kann aber im Moment nicht bei meinen Freunden sein, leider. Ich glaube, ich rufe die jetzt mal. Ich rufe die jetzt mal an. Ich vermisse dich. Ich dich auch. Hier geht's ja. Wieder auf. Ich wollte nur deine Stimme hören. War aber jetzt, also wir waren vorhin halt trinken. Also wir waren in. Da war so hacke voll, ne? Da konnte ich nicht mehr laufen und nichts. Und dann hat er so eine Bierflasche also runtergeschmissen vom Döner. Und dann kamen halt die Dönerleute raus und hat er einfach auf uns gezeigt. Bitte? Ich vermisse dich. Ich dich auch, Berry. Alles, was ich dort mach, ist irgendwie echt komisch. Ich bin auch nicht. Alter, bist du behindert? Lachst du einfach drüber, ja? Ja, das ist lustig. Weiß ich nicht. Leipzig oder sowas. Nee, oder warte, wo wir in Frankfurt waren, weil man doch mal, hat man es doch drüber, oder? Ach ja. Ja. Ich muss ich aber die ganze Zeit drüber lachen. Also nicht über die Witze, sondern weil die Witze so dämlich sind, dass man darüber lachen muss, weil. Ja. Ist da irgendwie ein Bett zwischen noch? Die ist durchgedreht. Warum? Die ist, keine Ahnung, die erinnert mich übelst an Mrs. Umbridge von Harry Potter. Der war letztens draußen mit und da hat sie auf einmal singen angefangen und so. Ich kann das echt mal vormachen, das war richtig gruselig, ey. Die hat ihren Kopf beim Ding richtig nach oben gestreckt und die musste aufgerissen. Die hat irgendeine Krankheit, weil die schüttelt die ganze Zeit den Kopf so nach links und rechts. Hat beim Ding auch gemacht und das sah echt übelst irre aus, ey. Das sah so richtig krank aus. Hat halt, die hat die Arme dabei so komisch sehr so ausgestreckt, weil nochmal widerlicher aus. Das ist echt gestört, ey. Ich hab mich alles durchgedreht. Komisch. Die komische Schnauze, okay? Okay. Ja, es war 16 Euro, ne? Ausmachen, ey. Nee, wird's auch nicht. Und da standen die am Fenster und da hat sie gesagt, ah ja, aber mir geht's dann immer gleich total schlecht und ich muss dann halt vorher auch gleich aufs Klo. Ich vermisse dich. Ich auch. Ich vermisse dich. Ich auch. Ich vermisse dich so. Ich fange jetzt mal mit meinen super mysteriösen Geschichten an. Super mysteriös! Es fing alles damit an, dass ich auf der Suche nach etwas zu essen war. Ich wusste noch nicht, was ich essen will. Ich wusste nur, dass ich Hunger habe. Und dann laufe ich halt so, ne? Und vor mir war so ein Kerl. Und der hat sich immer wieder rumgedreht. Am Anfang habe ich halt so gedacht, so ja, keine Ahnung, ich drehe mich auch rum, wenn ich merke, dass jemand hinter mir läuft. Aber wirklich, der hat sich bestimmt 10-mal rumgedreht. Irgendwie sah der so angsterfüllt aus, so als hätte der richtig Schiss. Der einzige Mensch, der hinter ihm war, war halt ich. Ich kann es aber schon verstehen. Ich meine, ich sehe echt ziemlich bedrohlich aus. Ich würde mir auch nachts nicht begegnen wollen, sage ich euch ganz ehrlich. Vor allem, ich bin so circa 1,60 groß, ne?
Ja, das klingt jetzt süß. Vielleicht hat der auch so gedacht, so ja, wenn ich den jetzt überfallen wollen würde, ey, ich mach einmal so, ey, das sind denn seine Eier aber ab. Ja, das war das erste Mysteriöse. Genau so auf dem Weg, auf der Suche nach Essen, habe ich dann an einem Straßenrand etwas entdeckt. Eine riesengroße Packung Waschmittel. Und daneben war noch so eine Reisetasche. Habe ich mir jetzt erstmal auch nichts weiter gedacht, bin ich erstmal weitergelaufen, wie ich mir dann gutes Essen erhofft habe. Habe so überlegt, so ja, gehe ich jetzt McDonald's oder Burger King oder so. Habe dann einen Döner gesehen. Komisch, ging vorhin auch um Döner. Und dann habe ich aber etwas gesehen, das ich vorher noch nie gesehen habe. Und zwar stand da Pommdöner vegetarisch. Also in einem Pommes-Döner kommen ja, soweit ich jetzt weiß, normalerweise kommen da so ein paar Pommes halt rein. Dieses Fleisch oder Geflügel oder was das ist, kein Plan. Mayonnaise oder Soße, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich schon so gefragt, was wohl in einen vegetarischen Pommes-Döner reinkommt. Und habe mir noch so gedacht, Pommes und Salat oder was? Wenn die einen vegetarischen Pommes-Döner anbieten, dann wird das ja wohl irgendeinen Sinn haben. Werden sich da ja wohl was bei denken. Was weiß ich, vielleicht machen die da Tofu rein oder so. Und dann habe ich das bestellt. Und ohne Scheiß, was ich bekommen habe, war Pommes mit Rucola. Pommes mit Rucola. Mit Rucola. Habt ihr schon mal Pommes und Rucola gegessen? Ey, das hat geschmeckt, als hätte mir das irgendeine Oma aus dem Fluss raus serviert oder so. Das hat geschmeckt wie Erde. Als hätte ich... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Vor allem, es war nicht mal Pommes und Salat. Da waren auch... Ich weiß nicht, die machen doch auch in den normalen Döner, machen die doch auch Tomaten und was weiß ich, Rotkraut oder so rein. Das hätten die da doch auch machen können. Und es war wirklich nur Pommes mit Rucola. Ich kann das nicht oft genug sagen. Für 4 Euro. Für 4 Euro. Pommes und Rucola. Daran war nichts für 4 Euro gerechtfertigt. Das hätte nur 25 Cent kosten dürfen eigentlich. Ich habe das dann auf dem Nachhauseweg gegessen. Hat ja auch geschmeckt wie der Weg. Bin ich halt wieder an der Straße vorbeigekommen. Da stand dann immer noch dieses scheiß Waschmittel. Und diese Tasche, die hat mich das echt gewundert, weil wer lässt denn das allein da stehen? Vor allem so lange, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, so halbe Stunde bis Stunde ist bestimmt vergangen. Dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeguckt. Ich habe mir so das Waschmittel angeguckt, war so ein Waschmittel für Buntwäsche auf jeden Fall. Da stand das so drauf, für 83 Wäschen. Für 83 Wäschen. Warum? Warum 83 Wäschen? Wer kommt da drauf, da 83 Wäschen reinzumachen? Warum nicht eine gerade Zahl? Hey Chef, wie viele Wäschen machen wir denn da rein? Ja, mach 83. Und dann habe ich auch so überlegt, was für Menschen lassen da jetzt ihre 83 Wäsche, Waschmittel stehen. Und noch die Reisetasche dazu. Ich habe dann so gedacht, vielleicht waren das voll gruselige Menschen, die das so stehen gelassen haben. Ich habe erst irgendwie so, weiß nicht, erst habe ich so an Attentäter gedacht, weil es war ja ein Koffer, da hätte ja eine Bombe drin sein können. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht waren das ja irgendwie so, keine Ahnung, Satanisten oder so, die das liegen gelassen haben. Dann habe ich aber gedacht, nee, war ja Buntwäsche. Die können ja nicht bunt waschen, die Satanisten. Dann bin ich ja drauf gekommen, dass die vielleicht ihre schwarze Wäsche ja mit der Buntwäsche waschen. Und dann habe ich das zu Hause gegoogelt und... Dann war alles klar. Viele schwarze Sachen bluten aus, einige wiederum nicht. Die Gefahr ist aber zu groß, dass die Temperatur mal nicht ganz stimmt und ein paar Grad mehr kann das Schwarz wieder ausbluten lassen. Deshalb niemals hellbunte Stücke mit Schwarzen zusammenwaschen. Es waren also Satanisten, die nicht wollten, dass ihre Wäsche stirbt. Dann habe ich nochmal über die 83 Wäschen nachgedacht. Vielleicht ist das irgendwie so ein Code. Ich meine, vielleicht ist das bekannt so, dieses 8-1 heißt ja Hell's Angels, weil die 8 ist das H und die 1 ist das A, ne? 8-3-HC. Leute, Hell's Christians, die Christen aus der Hölle, nicht wollen, dass ihre schwarze Wäsche verblutet. Es macht doch alles Sinn, oder? Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass das keinen Sinn ergibt. Es macht alles Sinn. Und dann später haben mich dann noch ein Rudel Rucola-süchtiger Wölfe verfolgt, die dann meine Pommespackung haben wollten. Und das hätte ich abgeben müssen, aber es war einfach zu lecker. Ich konnte es denen nicht geben. 3 der Geschichten, die sie eben gehört haben, waren wahr und eine war falsch. Und welche falsch war, das müssen sie entscheiden. Ihr Jonathan Freaks.